Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Mass Effect. Die letzte Episode war dezent ein Desaster, denn wir haben de facto die ganze Crew verloren. Und wir haben uns entschieden, dass wir die Crew retten wollen. Zumindest von dem, was von der Crew noch da ist. Und ja, ich habe die Reise schon mal gemacht. Ich bin hier nach Lettisch gereist. Und da geht's weiter mit Feuergänger Geth-Überfall. Und wir landen. Ja, und wen nehme ich da mit? Einerseits dich möchte ich wieder mit dabei haben. Und wisst ihr was? Ich nehme auch sie mal mit. Annehmen. Wer denn? Oh, aber das ist jetzt wieder eine Fahrzeugmission. Schon wieder. Okay, dann bleiben wir mal hier. Und dann können wir hier einmal die Rohstoffe sammeln. Daten zur Atmosphäre erhalten. Maschinentemperatur stabilisiert sich. Nice. Das ist aber schön, dass sie die Mechaniken hier jedes Mal ändern. Achtung, okay, wo ist der nächste? Temperatur fällt. Ja, I know. Aber da vorne ist der nächste Hotspot. Hindernis geortet. Wir sind jetzt aber nicht voll geheilt worden. Achtung, Maschinentemperatur fällt. Ja, ich weiß. Hindernis geortet. Okay, das wird dezent weniger. Ich glaube, ich muss ein bisschen schneller machen. Achtung, Maschinentemperatur fällt. Ja. Tu ja schon. Hindernis geortet. Achtung, Maschinentemperatur fällt. Ich werde mal schauen beim nächsten, ob es was bringt, wenn wir länger bleiben. Oh, das ist ein großer Jump. Oh ne, ja, länger bleiben bringt nichts. Fuck. Ich darf wirklich nicht trödeln. Warnung. Maschinentemperatur unterhalb der empfohlenen Parameter. Ja, ich gebe mir mein Bestes. Knoten 4. Fuck. Hindernis geortet. Gut. Weiter geht's. Bei noch. So ein Shit. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir mehr als die Hälfte nicht retten können. Ja. Zwei noch, halt bitte durch. Warnung. Maschinentemperatur unterhalb der empfohlenen Parameter. Na komm. Hindernis geortet. Achtung, Maschinentemperatur fällt. Okay, wenn der jetzt nicht weit weg ist, dann sind wir ganz gut Warnung. Dabei. Maschinentemperatur unterhalb der empfohlenen Parameter. Muss ich hier rauf? Oh ja. Oh fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Alarm. Temperatur des Maschinenkerns ist auf kritisches Niveau gefallen. Maschinenausfall unmittelbar bevorstehend. Ja und jetzt? Was muss ich jetzt machen? Fuck. Was? Übrige Knoten 1? Habe ich jetzt einen vergessen? Nee. Katastrophaler Systemausfall. Wechsle auf Notfall.
fordere sofortige Evakuierung an. Habe ich jetzt verkackt? Nee. Anscheinend nicht. Okay, das war jetzt gerade mega schräg. Ja, gibt jetzt. Was ist denn da los? Warum hat es denn jetzt da wieder kein Briefing? Aufträge. Wo ist das jetzt? Verbrechen? Team zusammenstellen. Omega-4-Portal benutzen. Na, ich will den letzten Angriff noch nicht machen. Hä? Ist das jetzt euer Ernst? Keine Crew mehr? Ich glaube, das ist deren Ernst. Ich glaube, das war's. Jetzt gehen wir wieder ins Massenportal. Na, wir haben komm, die Hälfte unseres Treibstoffs verbraucht. Ja, ich weiß. Tut da gerade schon wieder tanken. Okay, was sehen wir jetzt hier? Selbstmordkommando beginnen. Ich hoffe, ich kann den anderen besondere Zeugs noch machen. Gehen wir mal hier hin. Ich glaube, in die Richtung müssen wir. Ich will aber eigentlich nicht ins Omega-4-Portal. Nein, das Omega Samara helfen. Gibt's hier draußen noch was? Selbstmordkommando beginnen. Samara helfen. Omega. Massenportal. Schwierig. Also, bevor ich das Portal hier benutze, werden wir das mit Samara noch machen, weil ich einfach Angst habe, dass ich es danach nicht mehr machen kann. Passt jetzt so überhaupt nicht in die Storyline rein. Also zumindest nicht von den Ereignissen, was passiert ist. Aber ich mache das erstmal trotzdem. Omega. Wie immer. Könnt ihr kurz anhalten für den Text. Oh, so viel ist gar nicht. Auf dem kleinen Ding sind 7,8 Millionen Leute. Alles klar. Kommt mir aber sehr bekannt vor. Okay, bin mal gespannt, was die Leute sagen, wenn sie dich sehen. Und Samara selber nehmen wir natürlich auch mit. Macht ja Sinn. Annehmen. Beenden. Welcome to Omega. Die tägliche Menge an Toten auf Omega ist zu hoch, um daraus den Aufenthaltsort einer Adad Yakshi zu ermitteln. In Anbetracht des Rufes der Adad Yakshi bei den Asari ist es jedoch möglich, dass Arya T. Loke sie überwachen lässt. Danke. Okay, sprich Afterlife? Arya, ja, gehen wir da rein. Aber ich dachte, die Leute wären hier nicht so gut auf uns zu sprechen. Und wie keiner was zu den... Kommt's hier? Oder so, ja. Ah, ich glaube, das war hinten rum, ne? Da so hoch. Mein Sinn. Nö, nicht wirklich. Was brauchen Sie?
Eine flüchtige Asari hält sich hier versteckt. Sie ist eine Adat Yakshi. Wir müssen sie finden. Ich wusste es. Nichts hinterlässt eine Leiche, die so leer ist. Nur eine Adat Yakshi. Sie haben nichts unternommen, um sie zu töten? Warum sollte ich? Mich wollte sie ja noch nicht verführen. Ihr letztes Opfer war ein junges Mädchen. Hübsches Ding. Lebte in den Wohnhäusern hier in der Nähe. Dort würde ich mit der Suche beginnen. Und das war's? Hat er ja gleich Gleichgültigkeit gegenüber Shepard, okay. Scan und wir sind schon mitten im Geschäft. Normalerweise interessiert es die Leute mehr, wer ich bin. Ihr Tod wurde runtergespielt, war aber mit Sicherheit kein Geheimnis. Ich musste sicher gehen, dass sie es wirklich sind. Sie hätten ja irgendwer sein können. Irgendwas. Was sie auch wollen, es wird von selber an die Oberfläche kommen. Ich bin zwar neugierig, aber Omega an sich interessiert sich überhaupt nicht für sie. Vielleicht komme ich später wieder. Vielleicht werde ich hier sein. Naja, nicht unbedingt. Okay, das Apartment ist... Wo? Apartments, hier unten. Da würde ich sagen... Gehen wir den gleichen Weg wieder retour. Aria hat Arbeit für Sie, falls Sie interessiert sind. Nein! Hat schon beim ersten Mal gereicht. Würde ich aufpassen. Kann tödlich sein. Das ist so ein geiler Effekt mit den Flammen hier. Gefällt mir. Aber ein bisschen zu dunkel. Kommen Sie schon, lassen Sie mich rein. Lower Section. Apartments. Marketplace. Da wollen wir hin. Ist das Shepard? Ja. Warum? Grüße. Ich hatte gehofft, Sie würden vorbeikommen. Ich bin Ish und das ist Cell. Sie sehen aus, als wäre es gut, Sie zu kennen. Ja, freundlich sind hier wenige. Freundliche Gesichter sieht man hier nur selten. Vernünftige Leute sind an einem Ort wie diesem wichtiger als die Luft zum Atmen. Ich habe gehört, dass Sie über uns gesprochen haben. Was wollen Sie? Bitte, bitte. Wir sind hier alle Freunde. Eine derart rüde Sprache ist völlig unnötig. Ich brauche fähige, vertrauenswürdige Leute, die für mich ein kleines Geschäft erledigen. Natürlich nichts Illegales und gut bezahlt. Nicht illegal? Auf dem Ding hier? Nee, ich vertraue dir nicht. Nichts Illegales, das bezweifle ich. Nun, zumindest ist es auf Omega legal. Ich kann ja schließlich nicht die Gesetze jeder Ansiedlung in der Galaxie kennen, oder? Ich höre zu. Ich bin im Informationsgeschäft. Spezialgebiet An- und Verkauf von geheimem Material. Es ist nicht illegal. Ich brauche nur jemanden, der Päckchen an bestimmten Orten abholt und hierher zu mir bringt. Ja, nein, finden nicht Sie passiert. Jemand anderen, der Ihre Drecksarbeit macht? Natürlich. Sie sind eben an einer Sache wie dieser nicht interessiert, die einen Ort wie Omega verändern könnte. Tut mir leid, dass ich Sie belästigt habe. Moment, wovon reden Sie da? Nun, ich... Das wollte ich so nicht sagen. Aber manche Leute hier machen Geschäfte mit anderen Leuten in der ganzen Galaxie. Wenn ich Informationen über diese Geschäfte hätte, könnten wir einigen Staub aufwirbeln. Mehr sage ich nicht. Nö, nicht interessiert. Finden Sie jemand anderen, der Ihre Drecksarbeit macht? Kommen Sie wieder vorbei, falls Sie Ihre Meinung ändern. Eher nicht. Ich habe Wichtigeres zu tun. Also da, gehen wir mal rein. Ah, da ist unser Verrückter wieder. Wo müssen wir hin? Hier. Ja, gute Frage. Erdes Podium. Was gibt's denn hier so Schönes? Das kaufen wir mal. Das ist sehr gut. Das auch. Ein Modell für uns oben. Und eine zarte Brustplatte. Ja, wir tun jetzt mal hier ein bisschen shoppen. Oh, geil. Nice, nice, nice. Heckmodul. Das könnte ja nützlich sein.
Nö, das mache ich nicht. Okay. Wobei, da ist noch Markt. Und da gibt es auch Sachen zu kaufen. Das schauen wir uns auch mal an. Oh ja, gerade mal alles kaufen hier. Jetzt hat er Helm. Oh, ich muss mal... Was für eine geile Rüstung. Nice. Das jo, könnte sich noch alles nützlich erweisen. Neues Modell. Nice. Gut, dann hätten wir das hier mal ausgekauft hier. Bereit! Ja. Das Ende ist nah! Das Apartment ist hier so. Der Pfeil zeigt hier auf den LKW. Was ist das? Oh, hallo. Sind Sie wegen meiner Tochter hier? Meine Neffe ist vor einer Woche gestorben und niemanden scheint es zu interessieren. Die Mediziner reden von einer Gehirnblutung, aber das ist nicht wahr. Es war Mord. Jemand hat meine Neffe ermordet, meinen Schatz. Ich stelle Nachforschungen über den Mord an Ihrer Tochter an. Gehören Sie zu Arias Leuten? Ich bin hier, um zu helfen. Ist es wichtig, wer mich geschickt hat? Niemanden auf dieser Höllenstation kümmert es, dass meine Neffe tot ist. Wenn Sie etwas unternehmen können, werde ich behilflich sein, so gut ich kann. War Neffe mit jemandem besonders oft zusammen? Sie war immer so ruhig, wenn sie hier zu Hause arbeitete. Und dann, vor ein paar Wochen, begann sie plötzlich ständig auszugehen. In den VIP-Bereich von diesem Club am Ende der Straße. Ich glaube, man braucht ein Passwort oder so, um reinzukommen. Die Veränderung kam so plötzlich. Sie war einfach nur müde und unkonzentriert, wenn Morans nicht in der Nähe war. Was für ein Mädchen war Ihre Tochter? Meine Neffe hatte in sich so ein Feuer. Sie war schüchtern, aber sehr kreativ, irgendwie getrieben und das beste Mädchen, das eine Mutter sich wünschen kann. Sie war kreativ? Wie? Sie war Bildhauerin. Mehrere Galerien waren an ihr interessiert. Sie sagten, ihre Werke seien so unverbraucht. Hatte Ihre Tochter viele Freunde? Nein, viele nicht. Sie war verschlossen. Die meiste Zeit hat sie ihre Skulpturen angefertigt und war nicht mit Freunden unterwegs. Aber etwas hat sich in den letzten Wochen verändert. Sie hat angefangen, von einer Asari zu erzählen. Morinth. Verstehe. Ich mochte sie nicht. Sie hat Neff in Clubs mitgenommen. Und ich bin sicher, dass meine Tochter von ihr Drogen bekommen hat. Samara, kontrolliert Morinth ihre Opfer durch Drogen? Sie kontrolliert sie durch bloßen Willen. Die Drogen sind nur Lifestyle. Sie liebt den Club, den pulsierenden Bass. Sie ist eine Hedonistin. Diese Morinth hat meiner Tochter also geschadet? War sie es, die... Wer das getan hat, wird seiner gerechten Strafe nicht entgehen. Wir schwören Ihnen, dass Neff schon bald wieder ruhig schlafen kann. Das hoffe ich. Das hoffe ich. Oh, mein armer Liebling. Was für eine Person war diese Morinth? Ich habe sie nie getroffen, aber Neff hat von ihr geschwärmt, als wäre sie eine Königin. Wenn sie von Morinth sprach, hätte man glauben können, dass es sonst niemanden auf der Welt gab. Das kommt mir bekannt vor. Darf ich Neffs Zimmer durchsuchen? Ich will nichts durcheinander bringen. Ihre Kleidung, ihre Kunst, ihre Skulpturen. Alles ist genauso, wie sie es zurückgelassen hat. Und so wird es immer bleiben. Mein Schatz ist fort. Sie ist fort. Und nichts... Danke. Es tut mir leid. Ich vermisse sie so sehr. Schon in Ordnung. Wir alle mussten Verluste durchleiden. Ich weiß, was es bedeutet, eine Tochter zu verlieren. Ich werde sie rächen. Danke. Und wenn es Ihnen hilft, den Mörder zu finden, dann durchsuchen Sie ruhig Ihre Sachen. Wir werden uns respektvoll verhalten. Ich werde ihre Sachen durchsuchen. Es wird noch richtig interessant. Okay, also hier geht's rein. Warte mal, das ist literally ihr Zimmer. Ist das dann eure Bude hier ab da? Ist aber nicht sehr viel.
Okay, Statue. Ein Mann von einer Galerie hat mir 4 Jahresgehälter dafür geboten, aber ich würde mich nie davon trennen. Okay. Neff, ich schicke dir dieses Hologramm von dem Elcor-Künstler Forta. Seine Arbeit ist erhaben, aber sieh sie dir nicht zu lange an, sonst wirst du wahnsinnig. Ich will nicht, dass dir irgendwas Böses widerfährt, meine Liebe. Kannst kaum erwarten, deine Meinung über Forta zu hören. Okay. Und dann hätten wir noch das Tagebuch. Mittleren. Oh, machen wir es mal so. Mittleren Eintrag anzeigen. Zyklus 36, Orbit 671. Bin ich ein Freak? Morinth ist ein Mädchen wie ich. Und sie ist ganz klar kein Mensch. Aber wenn wir tanzen und das Herlex durch meinen Körper fließt, wie sie mich dann ansieht, mit dieser Gier, dieser Sehnsucht, so hat mich noch nie jemand angesehen. Heute Abend haben wir uns geküsst. Letzten Eintrag anzeigen. Zyklus 42, Orbit 67. Heute Abend nimmt sie mich in ihr Apartment mit. Was auch geschieht, ich will für immer bei ihr bleiben. Sie kann meine Werke verkaufen. Wir könnten an einem noblen Ort leben, wie die Frauen in Vainia. Dem Video, das Morinth so gefällt. Wie konnte ich so viel Glück haben? Ich bin doch nur ein dummes Mädchen von Omega. Ältesten Eintrag anzeigen. Hey, Tagebuch. Zyklus 34, Orbit 671. Es gibt viel zu bequatschen. Ich habe ja Roots Namen gesagt und sie haben mich in den VIP-Bereich des Afterlife reingelassen. Alle haben mich angestarrt, ganz sicher. Plötzlich fängt neben mir eine total schöne Asari an zu tanzen. Sie bewegte sich wie Wasser. Immer in Bewegung, ständige Veränderung. Aber doch klare Formen und fester Körper. Ich bin in Trance. Dann habe ich mit ihr getanzt. Später haben wir was gegessen und ich werde sie morgen wiedersehen. Holo-Tagebuch schließen. Das ist das Werk von Morinth. Künstler und kreative Leute ziehen sie an. Wesen mit diesem bestimmten Funken in sich, zudem meist leicht isoliert. Sie beeindruckt sie durch Intelligenz und Sexappeal. Die Jagd ist für sie ebenso interessant wie das Schlagen der Beute. Weiß nicht, aber das klingt irgendwie unbewusst. Ich meine, sie weiß, was passiert, wenn sie Sex hat, aber ob das wirklich ein Jagdding ist? Jeder, der 400 Jahre lang intelligente Lebewesen gejagt hat, ist mit Vorsicht zu genießen. Morinth kommuniziert auf vielen Ebenen. Ihr Körper teilt dem ihren mit, dass unvorstellbare Ekstase auf ihn wartet. Ihr Duft weckt lange versteckte Gefühle. Ihre Augen versprechen Dinge, die sie noch nie von jemandem zu erbitten wagten. Ihre Stimme flüstert noch, wenn sie schon längst nichts mehr sagt. Ja, tatsächlich ein perfektes Raubtier. Das klingt eher nach einer hochentwickelten Killerin als nach einem Wesen mit Gendefekt. Den Zustand gibt es schon, seit mein Volk sich nachts am Feuer versammelte. Vielleicht ist es eher eine Art Symbiose als ein Defekt. Ihren Unterschlupf zu stürmen wäre keine gute Idee. Sie hat bestimmt 100 Fluchtpläne. Sie wird landen und dann für 50 oder mehr Jahre verschwinden. So nah war ich noch nie an ihr dran. Ja, ich meine, sie ist die Mutter aus dem Plan. Es klingt, als würden sie sowas wie einen Plan entwickeln. Der VIP-Bereich des Afterlife scheint ihr bevorzugtes Jagdgebiet zu sein. Sie müssen dort alleine und unbewaffnet hingehen. Hier ist es eine ganz blöde Idee. Ich gehe da ohne Waffe und Verstärkung rein? Ich werde das Ganze aus dem Schatten heraus beobachten, Shepard. Sie werden niemals alleine sein, das schwöre ich. Aber sie dürfen nicht mit Waffen und Soldaten reinplatzen. Morinth ist viel zu gerissen, sie würde einfach verschwinden. Die Aktion muss subtil und raffiniert sein. Vertrauen Sie mir. Es wäre doch jemand von der Crew oder von den anderen eigentlich besser für das, weil ich meine, ich bin Shepard, einer der bekanntesten Leute überhaupt. Aber ja, du, dann machen wir das mal. Nichts mehr hin. Wird schon schief gehen. Wir können weiterreden, wenn wir dort sind. Gut. Bei dir alles okay? Perfekt. Was passiert eigentlich, wenn ich komplett abtrünnig bin? Afterlife, VIP-Bereich.
liegt gerade da hinten. Ja, dann gehen wir da mal hin. Und wir müssen später mal in unser Quartier mal rein und die neuen Schiffe hier mal angucken. Und ich will unser Aussehen noch verändern. Sollten wir uns vielleicht nicht umziehen? Aber ja, okay. Moin! Was wollen Sie hier? Mir wurde gesagt, im Vergleich hierzu wäre der Rest des Afterlife gar nichts. Muss ein kluger Kopf gewesen sein. Wer war's? Yarut. Gehen Sie rein. Kleiner Tipp. Wenn Sie einen Streit anfangen, tun wir Ihnen weh. Werden Sie angegriffen, können Sie sich natürlich wehren. Ich hab mich jetzt einfach mal... Nee, dem Ernst. Sie müssen allein reingehen. Orins wird Sie beobachten. Wie jedes Raubtier ist sie vorsichtig. Sie müssen ihr Interesse wecken, damit sie sich ihnen nähert. Wenn sie ihr direkt gegenüberstehen, sorgen sie subtil dafür, dass sie sie in ihr Apartment einlädt. Ich folge ihnen unauffällig. Und wenn sie allein sind, schnappt die Falle zu. Hören Sie, bis zu meiner Ankunft schweben sie in großer Gefahr. Sie wird Schreckliches für sie vorbereiten. Und wenn sie nicht aufpassen, werden sie das sogar wollen. Ja, also einfach Sex, der tödlich ist, oder? Dann los, fangen wir an. Shepard, wir haben nur diese eine Chance. Ein Fehler und Morins ist weg. Wenn Sie nicht ganz sicher sind, sprechen Sie mich noch einmal an. Ich werde hier warten. Und Shepard? Danke. Ich teile diese Bürde sonst mit niemandem. Aber Sie sind der Einzige, bei dem ich mir das überhaupt vorstellen kann. Okay, das war jetzt irgendwie unterschwellig mit... tun nochmal bitte nachhaken. Wir können uns keine Fehler machen. Ich kann damit versuchen, Morit rauslocken. Wie kann ich Ihr Interesse wecken, ohne mit ihr zu sprechen? Mut oder selbstmörderische Tapferkeit können Ihre Aufmerksamkeit wecken. Wenn Sie sich verteidigen und dabei jemanden verletzen, findet sie das aufregend. Aber wenn Sie Streit suchen, langweilt sie sich nur. Bewegen Sie sich elegant durch die Menge im Nachtclub. Das wird Sie faszinieren. Sie wird Sie wollen, sobald Sie sie erblickt. Und dann geht es nur noch darum, Ihre Vorsicht auszuhebeln. Okay, das ist schon mal ein guter Tipp. Und... Wie überzeuge ich Sie davon, mich mit nach Hause zu nehmen? Sie bewundert Stärke, Direktheit und Lebenskraft. Bescheidenheit, Höflichkeit oder Sanftmut findet sie abstoßend und langweilig. Gewalt regt sie an. Sie haben getötet, Shepard. Das wird sie mögen. Sie alleine erwischen und dann unter ihren Einfluss geraten? Da muss das Timing aber wirklich präzise sein. Ich werde in der Nähe sein und Ihnen helfen, Shepard. Vertrauen Sie mir, so wie ich Ihnen vertraue und Sie respektiere. Ja, was kann da jetzt noch schief gehen? Fangen wir an. Shepard, wir haben nur diese eine Chance. Ja, das gehen wir schon. Ist das da? Ja, das ist der Eingang. Wie kann ich denn elegant gehen? Soll ich mit dir mal reden? Hey, wissen Sie vielleicht, wo es Tickets für Expel 10 gibt? Dieser unglaubliche Asari hat gesagt, das wäre ihre Lieblingsband. Ich will einfach nur das, was sie will. Ich brauche diese Tickets. Das Konzert von Expel 10 ist schon morgen. Ja, machen wir das mal. Mir rutscht gleich die Hand aus und sie stehen viel zu nah dran. Ganz ruhig, alles cool. Ich mache einen Rückzieher. Okay, abtrünnig. Ah, sind ein paar hier unterwegs. Komm schon, Baby. Ich kann bezahlen. Okay. Trinkgeld gebe ich auch ordentlich. Reine Gewalt, das heißen, braucht's nicht. Vera tanzen. Hey. Ich tanze neben Ihnen. Wenn Sie glauben, wir würden zusammen tanzen, bleibt das Ihnen überlassen. Das würde ich gerne glauben. Nice. Boah, das war's schon? Ah, sehr langweilig. Okay, was kann man hier sonst noch so machen? Nee, beleidigen eigentlich nicht. Nur mal reden. Was darf sein? Lokalrunde.
Gratis, ja. Drinks für alle. Auf mich. Im Ernst? Es sind heute Abend eine Menge Leute hier. Das wird nicht billig. Ich hab's gesagt. Gehen wir's an. Alle mal herhören. Die nächste Runde geht auf diesen feinen Gentleman hier. Ich hoffe, das war okay. Beleidigen. Heutzutage lassen sie wirklich schon jeden rein. Das Niveau ist böse gesunken. Wow. Das Niveau muss niedrig sein, sonst wären sie nicht hier. Es ist albern, wenn Menschen versuchen, beeindruckend zu wirken. Barmann, noch ein Drink. Oh, die Stimme kommt mir so unglaublich bekannt vor. Nochmal, hi. Aber ich glaube, mit ihm muss ich was machen. Wie kann ich nichts machen? Heute ist ideales Jagdwetter. Wir überfallen sie in der Gasse. Solange sie nicht für Arya arbeiten, ist alles in Ordnung. Wir müssen genug Credits zusammenbringen, um Hink nicht ständig an den Hacken zu haben. Hey, was glotzen Sie so? Ein paar traurige Versager, die sich für was Besonderes halten und gleich rausfinden werden, dass sie es nicht sind. Und wer wird's uns gleich zeigen? Sie etwa? Der Mensch hält sich für einen harten Kerl. Härter als Sie. Kannst du solche Sachen auch mal bringen, mit der du bist? Ich habe sie beobachtet. Sie sind die interessanteste Person in dem ganzen Laden. Ich habe da drüben im Schatten ein Separé. Wollen Sie sich nicht zu mir setzen? Das ging schnell. An manchen Abenden komme ich hier und finde keine Aber sie sieht ihrer Map echt ähnlich. Person, mit der ich reden kann. An anderen Abenden ist es nur eine einzige. Heute Abend sind Sie es. Woran liegt das wohl? Ich bin ganz sicher. Was kommt da für eine Antwort? Ich weiß, was mir gefällt. Ach ja? Kunst. Kennen Sie sich mit Kunst aus? Sie spricht die dunkelsten Ecken in meinem Inneren an. Was ist mit Ihnen? Kennen Sie den Künstler Forter? Ich hätte nicht gedacht, dass ihn hier irgendjemand kennt. Er ist erhaben. Es gibt viele Formen von Kunst. Ich habe Videos gesehen, die viel stärker waren als so manche Skulptur in einer Galerie. Was halten Sie von denen mit jeder Menge Action? Explodierende Raumschiffe und so? Nein, danke. Das ist Tod im ganz großen Stil. Glorifizierte Gewalt. Erstaunlich. Was halten Sie von der Musik hier? Dunkle Rhythmen, ein harter Beat. Das weckt in mir irgendwas Primitives. Und bei Ihnen? Mich interessiert eine Band besonders, die sich Expertin nennt. Die dringen in meinen Kopf ein und reißen dort alles in Fetzen. Sie geben bald ein Konzert. Vielleicht sollten wir zusammen hingehen. Man kann sich in der Musik hier verlieren. Es gibt Methoden, die das noch verstärken. Verstehen Sie? Was halten Sie von Hanax? Es gleitet durch meine Seele. Wir haben wohl tatsächlich gemeinsame Interessen. Ich bin durch die ganze Galaxie gereist. Reisen verändert einen, nicht wahr? Wirkliches Reisen bedeutet auch, sich an Orte voller Gefahren zu begeben. Wo man Dinge sieht und tun kann, die sich die meisten nicht mal vorstellen können. Ja. Wenn ich reise, treibt es mich an dunkle, gefährliche Orte. Orte voller Gewalt? Gewalt ist die deutlichste Ausdrucksform von Macht. Macht ist sicher, Macht ist Stärke. Ich geh mal mit dem. Wenn man der Mächtigste ist, ist man auch sicher. Wollen wir nicht woanders hingehen? Mein Apartment oh, es war ist richtig. Ganz in der Nähe und ich will mit Ihnen alleine sein. Dass sie nichts dabei gedacht hat, auf die Sachen, was sie so gesagt hat. Wenn ich, dass sie so ein Raubtier ist. What the fuck? Schön.
das tun wir mal scannen. Ich bin eine Weile voll auf Duelle abgefahren. Ich liebe diesen Moment, wenn ich im Auge des Gegners sehe, dass er begreift, dass ich besser bin und er demzufolge sterben wird. Krass. Ein Geschenk von einem Verehrer. Die Statue hat mehr Persönlichkeit als er. Dennoch hat er mich genug beeindruckt, dass ich ihm gegeben habe, was er wollte. Es ging aber nicht so aus, wie er gewollt hatte. Ja, das glaube ich sofort. Aber generell muss ich sagen, es ist ein schönes Apartment. Das wird mir jetzt auch noch gefallen. Mal die Aussicht ist so... Mäh. Aber schön. Schachspiel. Ich liebe jedes Spiel, bei dem der Gegner glaubt, er stünde kurz vor dem Sieg. Kurz bevor sein Leben endet. Das ist dezent eine Anspielung. Und ich kann nicht raus. Ja, das ist ein Minuspunkt. Also die Küche ist viel zu klein, hat viel zu wenig Utensilien. Was ist denn überhaupt der Kühlschrank? Okay. Ja, dann wenn Sie wollen, können Sie ein Helix nehmen, aber sollten Ihre Sinne jetzt nicht alle ganz besonders geschärft sein? Mir ist das viel lieber. Ja, du hast wohl recht. Ich liebe Clubs. Die Leute, die Bewegung, die Hitze. Ich höre noch immer den Bass, wie die Trommeln bei einer großen Jagd mit ihrem Blutrausch. Aber hier ist es still und Sie sind sicher. Entspricht das Ihren Wünschen, Shepard? Viele fühlen sich direkt vor ihrem Tod am sichersten. Das stimmt. Wirklich sicher sind wir nie. Ich habe diese Begeisterung für Sicherheit nie verstanden. Manche von uns sehen das ganz anders. Unabhängigkeit geht vor Unterwerfung. Ich glaube, dieser Ansicht sind wir beide. Sie vergleichen uns beide, sind aber weit von meiner Liga entfernt. Diese Stärke, genau das brauche ich. Sehen Sie mir in die Augen und sagen Sie mir, dass Sie mich wollen. Sagen Sie mir, dass Sie für mich töten würden. Dass Sie alles tun, was ich will. Fuck. Okay. Ich will sie. Ich hoffe, ich werde gerettet. Ich würde für sie töten. Alles tun, was sie wollen. Sch, Liebling. Entspann dich und lausche meinen Worten. Oh yes, Gott sei Dank. Morinth. Oh. Mutter, nenn mich nicht so. Ich kann nicht einfach aufhören, deine Tochter zu sein, Mutter. Du hast deine Wahl vor langer Zeit getroffen. Welche Wahl? Mein einziges Verbrechen bestand darin, mit den Gaben geboren zu werden, die du mir vererbt hast. Genug, Morinth. Ich bin das genetische Schicksal der Asari. Aber sie sind noch nicht bereit, es zu verkünden. Und deshalb muss ich sterben. Du bist eine Krankheit, die ausgemerzt werden muss. Weiter nichts. Ich bin genauso stark wie sie. Ich würde mich ihnen anschließen. Ich habe bereits geschworen, ihnen zu helfen, Shepard. Bringen wir es zu Ende. Ihr Weg endet hier, Morinth. Und ich soll das Monster sein. Mögest du Frieden in den Armen der Göttin. Ich bin bereit, diesen Ort zu verlassen und die nächsten Schritte meines Lebens zu gehen. Sind Sie auch bereit zu gehen? Möchten Sie über das reden, was vorgefallen ist? Shepard, was sollte ich wohl sagen? Was kann ich sagen? Ich habe gerade die tapferste und klügste meiner Töchter getötet. Dafür gibt es keine Worte. Vielleicht später. Bis dahin bitte ich Sie um etwas Rücksicht auf eine niedergeschlagene alte Kämpferin. Lassen Sie uns gehen. Dann los. Oh. Das war jetzt ein cooler Bitchfight, aber die Synchro dazu, die war so ein bisschen schräg. Also gerade so von den Emotionen her, von allen beiden, das klang so überhaupt nicht passend zu dem, was sie eigentlich gerade gemacht haben. Aber coole Sache. Schauen wir noch, ob es einen Abspann gibt. Ach, wir sind jetzt
wir sind jetzt wieder hier draußen. Okay, ja dann, ich würde sagen, ich gehe mal wieder aufs Schiff und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Also, bis denn dann. Tschüss.